und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Beim letzten Mal haben wir uns um die Schurkengilde gekümmert. Da haben wir den Auftrag abgegeben und ja, sind noch auf Stufe 9 aufgestiegen. Und nun stehen wir hier vor der Hermetiker-Gilde und wir wollen uns natürlich auch noch den Hermetikern widmen. Das machen wir jetzt natürlich gleich noch. So, das, wie gesagt, überspringen wir wie immer. Es ist wie immer eine Ehre. Du bist dir also sicher, dass du den Hermetiker-Gilde beitreten. Yep, sind wir. Ausgezeichnet, dann musst du nur noch deinen Namen und deinen Geburtsdaten auf diesem Ethergramm eintragen. Mit deinem eigenen Blut unterzeichnet und beim nächsten Vollmond... Kleiner Hermetiker-Scherz. Die Formalitäten sind schon erledigt. Jetzt musst du nur noch mit dem Gildenmeister sprechen. Aber dieser Post ist zurzeit nicht besetzt. Momentan wird die Gilde von der stellvertretenden Gildenmeisterin Tybirgim geführt. Sie wird sich deiner annehmen. Sie ist eine der höchst liebenswürdigsten Personen, die sich um die Belange der Gilde mit mütterlicher Hingabe kümmern. Sie steht dort vor dem Bücherregal. Sprech sie einfach an und stell dich vor. Juhu, Hallöchen. Willkommen in der Gilde der Hermetiker. Ich bin die stellvertretende Gildenmeisterin Tybirgim. Bestimmt hat Muriel dir eine kleine Einführung in die Geschichte der Gilde gegeben. Dann hast du gehört, dass die Hermetiker den Geheimnissen des Lebens auf den Grund geht. Ein Beispiel dafür ist das magische Lebewesen namens Karfunkel, welches alles allein aufgrund hermetischer Zauber ins Leben gerufen werden kann und den Hermetikern als Gehilfe dient. Egal welche Frage oder welches Problem sich uns stellt, wir wollen die Dinge genauestens verstehen. Wenn man das Wesen des Problems einmal in aller Klarheit versteht, präsentiert sich die Lösung von alleine. Das geht auch besonders für den Kampf. Deswegen sind Hermetiker dafür bekannt, dass sie immer den Überblick bewahren und in Sekundenschnelle mit einem richtigen Zauber den Kampf entscheiden können. Glaubst du, dass du über die nötige Neugier und Geisteskraft verfügst? Hast du dich als Kind gefragt, warum der Regen auf die Erde niederfällt, nicht aber die Regenwolken? Warum ein Ast im Feuer brennt und auf dem Wasser schwimmt, aber kein Stein? Gut, du wirst hier unter deinesgleichen sein. Nimm das verschlissene Grimoire in die Hand und sprich mich noch einmal an. Juhu! Wir sind nun Hermetiker. Hermetiker sind eigentlich ganz cool. Nein, oh Gott. Ich hab das falsch gedrückt. Ich hab die Windows-Taste und I gedrückt und die Steuerung und I. Da! So. Anlegen. Jetzt sind wir erstmal nackt. So. Dann fügen wir das einmal damit rein. Und einmal damit hin. Das muss eigentlich damit hin. Oder wir machen es einfach so. Jetzt kommt das hier natürlich weg. Nimmt nur Platz weg. So. Gut, kommen wir nun zum Aufnahmeritual deiner ersten Lektion. Ich möchte, dass du im unteren Lanuskia 3 Dokratten, 3 Aureas und 3 Marienkäfer erledigst. Du findest sie, wenn du die Stadt durch das Sturmtor verlässt. Du wirst aber lernen, wie unterschiedlich deine 3 Lebewesen, die den gleichen Lebensraum bevölkern und über Kampfkraft von etwa ähnlicher Stufe verfügen, auf äußere Bedrohungen reagieren. Diese Lektion wird die Grundlage für deine Entscheidungskraft im Gefecht sein. Wenn du zurückkommst und wir uns wiedersehen, wirst du den ersten Schritt in deinem neuen Leben als Hermetiker unternommen haben. Oh ja, das werden wir. Dann haben wir hier so ein schickes Büchlein an der Seite. Das ist sehr nett, das kleine Büchlein. Also die meisten Klassen sehen dann auch wirklich erst cool aus oder besonders aus oder, ne, gut aus, wenn wir auf höherem Level sind. Oh, da ist schon wieder ein Fate.
Das wollen wir uns doch. Uch, nee, war falsch. Ich glaube, wir werden dadurch nicht besonders viel bekommen. Aber... So, und Stufe 4. Geil. Erstmal gleich ein paar Level gemacht. So, Familiare. Du kannst nun ein Familiar beschwören, das deinen Befehlen gehorcht. Derzeit steht dir nur ein Familiar zur Verfügung. Im Laufe deiner Abenteuer wirst du Gelegenheit erhalten, viele weitere zu erlangen. Benutze den Zauber Familiar in deinem Kommandomenü, um den Arkanpakt abzuschließen. Sobald du das Familiar beschworen hast, erscheint ein Helfer-Kommandomenü über deinen regulären Kommandomenüs. Das Helfer-Kommandomenü enthält alle derzeit verfügbaren Kommandos für das Familiar und spart dir dadurch Platz in deinen normalen Kommandomenüs für deine eigenen Aktionen und Sprüche. Das Kommando Schützt befiehlt deinem Familiar, seinen Meister zu beschützen und nicht anzugreifen, bis du angreifst oder angegriffen wirst. Das Kommando Aus befiehlt deinem Familiar, nicht anzugreifen, bis du den ausdrücklichen Befehl dazu gibst. Das Kommando Lauf befiehlt deinem Familiar, das Schlachtfeld zu verlassen. Kommandos für Familiare können in der Kommandoliste unter Befehle Familiar eingesehen und wie andere Kommandos auch in Kommandomenüs abgelegt werden. So, gut. Ich werde meine Beschwörung natürlich hier einmal hochlegen. So, wir haben dann auch einen Heilzauber. Ich werde Bio einmal dahin legen. Gut. Da muss ich jetzt nur dran denken, dass ich damit zwei alles mache. So, wir beschwören direkt das Familiar. Da ist es auch schon. Bei Fuß dorthin bleib. Das sind Befehle zu bereits gegeben. Ah, okay. Das ist also automatisch. Gut. Dann greifen wir mal die hilflosen Marienkäfer an. Und jetzt haben wir halt so einen kleinen Karfunkel, der hier mit uns rumläuft. Also beim Hermetiker wird es immer mal wieder so kommen, dass UC auch andere Viecher kriegt. Also manchmal ist das Level damit gar nicht mal so schwer, wenn einem alles angreift. Ja, jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen, ne? Eben, als ich aus der Szene raus war. Naja, ich lerne das schon noch. Ja, schon noch die Katze damit reinzubinden. Aurelias brauchen wir dann auch noch und Dockratten. Ja gut, die Dockratten sind hier. Die sind also eher weniger das Problem. Okay. So, Aurelias sind dann ja nach da hinten weg. Gehen wir da direkt hin. Lauf! Lauf!
Ja, wir müssen dann mit einer Klasse ja auch noch die ganzen Nebenquests machen. Oder was heißt die ganzen, aber wir müssen ein paar Nebenquests machen. Je nach werden natürlich erstmal wieder ein paar Hauptquests kommen. Schätze ich mal. Kann ich irgendwas? Okay. Nee. Ich kann mich ja selbst heilen, Gott sei Dank. Und Stufe 5. Ist halt immer so die Frage, ob das jetzt alles so schlau ist, was wir machen. Wir müssen ja die Bestiarien noch nicht ganz vollkriegen. Wobei ich gerade sowieso am Überlegen bin, wieso ich mich eigentlich beeilen möchte. Mit der Hauptstory. Ich will mir doch eh Zeit lassen. Also wir machen wahrscheinlich hier nach. Also wir machen ja jetzt sowieso erstmal die ganze Klassenquest fertig. Und ich denke mal, danach vielleicht wird es doch noch einen Nebenquest geben. Ne, wir müssen halt erstmal so ein paar Gebiete fertig haben eigentlich. Finde ich halt schon ganz cool. Also ich glaube, dass hier eh immer wieder neue Quests auftauchen. Aber ich werde so auch am Anfang alles mitnehmen, was uns dann später zur Stufe 80 irgendwie helfen kann. Andererseits würde ich natürlich auch gerne war klar. Jetzt kommen alle drei. War nicht ganz so schlau. Aber wir kriegen Hilfe, das ist gut. Ah, Stufe 6. Wir können halt leider noch nicht viel machen. Okay, das brauche ich nicht. Was ich aber brauche, ist das Windexagon hier. So, haben wir der guten Dame da hinten mal kurz geholfen. Die hätte sie wahrscheinlich auch allein geschafft, aber. Bin ja immer ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig, ja genau, ganz freundlich. Nee, kein Blitz Hexagon mehr. Ah, da. Naja.
Was soll's? Aber da sind noch Bussarde. Ja, die brauche ich. So, und eins noch. Ein letztes noch. So. Ja, haben wir das auch? Okay, die Mandragoras-Bombe nicht. Also müssen wir uns nur aufmachen zu den Aurelias. Haben wir hier Windhexagon. Ach, es war gar kein Blitz, es war ein Windhexagon. Da ist das Blitzhexagon. Ah ja, okay, verstehe. Das erklärt es natürlich. Junger Puck. Puckgespenst wird dann auch noch. Na gut, aber jetzt kommen erstmal Aurelias. Aurelias und Quest abgeben. Der kleine Marienkäfer will einen auf dicke Hose machen. Also kann ich ja jetzt einen Rückflug machen. Dann möchte ich gleich noch mal ein bisschen was verkaufen. Weil dann laufen wir nämlich ausnahmsweise mal. Ich kann ja die Sachen Gott sei Dank überall verkaufen. So.
Ach, warte. Arsenal öffnen. So. Die Waffen kann ich ja wenigstens schon mal verkaufen. Die Ausrüstung muss ich ja immer noch behalten, bis wir alles auf 15 haben. Kann ich ja alles niedriger verkaufen. Ja, mein Karfunkel kommt hinter mir her, das ist gut. So, zumindest ist unser Inventar jetzt auch schon wieder leerer. Willkommen zurück. Die erste Lektion war keine schwierige Herausforderung für dich, richtig? Werde nicht überheblich und konzentriere dich voll auf deine Aufträge, denn jedes Detail, das sich dir in meinen Aufgaben offenbart, kann dir irgendwann einmal im Kampf den Hals retten. Gehe hinaus und lass dich von den Aufgaben in deinem Bestiarium dabei führen, die Welt mit den Augen des Hermetikers zu sehen. Bald wirst du überall die Äthergramme und magie-mathematischen Zusammenhänge sehen, die anderen verborgen bleiben. Rufe das Karfunkel herbei, um dir im Kampf zu helfen. Es gehört zum Hermetiker wie die Axt zum Mordeur. Wenn du deine ersten Erfahrungen gesammelt hast, werde ich dir wieder eine neue Aufgabe stellen. Nein, so kurz davor. Naja, kurz vor Stufe 7, ne? Da bist du ja wieder, Edge. Hast du schon gegessen? Lehrer Bauch studiert nicht gern, sagen wir hier in Limsalominsa. Inzwischen musst du ganz gut mit dem Karfunkel zurechtkommen. Willst du mir nicht einmal zeigen, wie gut? Geh in das untere Landeskier und erledige 3 Todos und 3 winzige Mandragoras mit deinen hermetischen Fähigkeiten. Die Bewegung des Gegners gründlich analysieren, die beste Kampfstrategie auswählen. Dem Karfunkel blitzschnell den richtigen Befehl erteilen. Das ist deine heutige Lektion. Viel Erfolg. Okay. Dann tun wir das. Wir sind tatsächlich gut in der Zeit. Das ist unheimlich. Achterbo. Nein, ich hätte uns direkt dahin teleportieren können, ne? Ah, Kacke. Naja, ist nun mal so jetzt. Kann ich leider auch nicht ändern. Ich muss aber unbedingt den Part noch ändern. Ja, mach ich wahrscheinlich, wenn ich ins Bett gehe. Die ersten Parts für Final Fantasy 14. Wird nämlich so ein wenig Zeit. So, ich nehme einfach mal wieder hier einen Brief raus. Okay, hier kriegen wir etwas, was wir noch gar nicht großartig gebrauchen können. Aber, naja. Benutzen. So. Da kommen wir später drauf, was es ist, was wir da jetzt gemacht haben. Das erkläre ich euch dann. Gott, ist der Chocobo klein. Ich kann Ladas nicht ernst nehmen. Echt furchtbar. Aus irgendeinem Grund kann ich die Ladas einfach nicht ernst nehmen. Am schlimmsten ist echt... Ich wollte es nicht glauben, aber wenn Lala als Marodeur rumläuft... den Feld haben wir heute schon so oft gemacht. Ah, okay, das ist eh gleich zu Ende. Also, das können wir... Ja. Den Feld haben wir schon so oft erledigt gehabt. Nee, das sehe ich jetzt gerade nicht ein. Nee, nee.
Und Stufe 7. Es ist heute echt so gut in der Zeit liegen. Also ich glaube, dann werden wir im nächsten Part tatsächlich eine Nebenquest schon machen. Weil wir kommen gerade mega gut voran dafür, dass wir hier Klassenquests und so machen. Und sind doch schon auf unserer Stufe, die wir mindestens machen wollten. Also, ich muss tatsächlich mal sagen, Respekt. Wir haben noch ein paar Minütchen. So, untere Decks. Hätte ich echt nicht gedacht, dass wir so gut vorankommen. So, ich habe uns mal direkt hier zu dir teleportiert. Sächen. Hallo Ash, wie es aussieht, hast du keine Probleme, das Garfunke auch in komplexen Kampfsituationen mit Bedacht zu kontrollieren. Gratuliere. Jetzt hast du Gelegenheit, das Gelernte bei einer kleinen Übung für die Zollbehörde anzuwenden. Kennst du die Felswand gleich südlich vom Seefiertor? Dort habe ich aber eine Übungskiste aufstellen lassen. Untersuch sie und bring sie mir bitte zurück. Aber sei gewarnt, die merkwürdigen Kreaturen haben die Angewohnheit, sich in Kisten, die in der Landschaft herumstehen, zu verstecken, um unvorbereitete Abenteuer zu überfallen. Das nur am Rande. Viel Erfolg. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich bei diesen Kisten. Das kann heiter werden. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Da unten sind die wunderbaren Kisten. Huch. Nee, reinstellen wollte ich mich da eigentlich nicht. Das... So, sehr schön. Gut, ich würde aber sagen, ich beende hier tatsächlich den Part. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder und beenden dann die Quest. Also, bis dahin. Ciao.